Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu meinem neuen Video für deine Prüfungsvorbereitung. Heute geht es um den Biografiebericht-Bogen. Letztes Mal habe ich euch den Aufnahmebericht-Bogen gezeigt und heute zeige ich dir den Biografiebericht-Bogen, so wie er in der Prüfung aussehen wird, aber unausgefüllt. Das heißt, in der Prüfung kommen noch einige Informationen dazu, damit du aus diesem Bogen einen kompletten Text mit sehr guten Sätzen bauen kannst und die volle Punktzahl erreichen kannst. Außerdem hilft dir bei der Prüfungsvorbereitung natürlich hier mein YouTube-Kanal, extra für die Pflegekräfte, die für die Anerkennung in Deutschland die Prüfung DeckDeutsch B1, B2 Pflege benötigen. Auch gibt es bei Amazon hier in der Videobeschreibung 6 Bücher von mir, die dir helfen, deine Prüfung erfolgreich zu schaffen. Außerdem, in einigen Wochen beginnt auch mein neuer Kurs für die komplette Prüfungsvorbereitung auf die Prüfung DeckDeutsch B1, B2 Pflege. Ich habe übrigens noch 3 Plätze frei. Falls du daran Interesse hast, lies einfach die Beschreibung des Kurses auf meiner Homepage und dann melde dich einfach per WhatsApp oder Instagram direkt bei mir. Nun zeige ich dir den Antwortbogen. Also, Biografiebogen beginnt mit den Namen von den Patienten oder Bewohnern oder Bewohnerinnen, je nachdem. Ja, hier stehen alle Daten, Geburtsdatum und Beruf. Ja, es kann sein, dass du beim Schreiben irgendwo Name falsch geschrieben hast oder Geburtstagsdatum vergisst oder Beruf vergisst zu schreiben. Das führt alles leider zu den Minuspunkten bei der Bewertung. Also achte darauf, dass du jede Information als volle Sätze beschreibst. Dann kommt der Satz, woher stammen die Erstinformationen? Und hier wird auch angekreuzt, von wem ist das? Und so musst du auch formulieren. Zum Beispiel, erste Informationen stammen von Freunden, von der Patientin. Gibt es besondere Ruf-, Kosenamen, die verwendet wurden oder werden? Genau, da kommt auch Kosename. Kosename ist so ein wie Spitzname. Ja? Dann weiter, besondere Erinnerungen an die Eltern und andere Verwandte. Zum Beispiel strenge Erziehung, enge Verbindung zu Mutter oder Vater, Ereignisse, wie wurde gefeiert. Hier kommen ein paar Stichpunkte. Dann kommt nächster Punkt, aufgewachsen in. Entweder auf dem Land, das bedeutet in einem Dorf. Ja, steht hier Kreuz, dann ist es in einem Dorf, in einem kleinen Ort. Oder in der Stadt. Ja. Dann, falls es in der Stadt ist, steht der Kreuz hier. Migrationshintergrund stammt aus. Ja, manche Bewohner kommen aus Polen oder aus Russland oder aus Kasachstan oder Tschechien und so weiter. So, das kommt hier. Dann kommen Informationen über Geschwister. Geschwister bedeutet Brüder und Schwester. Falls verstorben, bitte mit einem Kreuz, Sterbejahr angeben, falls bekannt. Kindheitserinnerungen, zum Beispiel, was wurde gerne gespielt, gelesen, angeschaut, was passierte in den Ferien. Hier kommen die Stichpunkte. Erinnerungen in die Jugendzeit, ca. 15, 25 Jahre, familiäre Ereignisse, historische Ereignisse, erste Liebe, Alltag und Sonntage.
Gut, dann kommt Schule, beruflicher Werdegang, besondere Kenntnisse, besondere Lebensleistungen, worauf ist oder war er besonders stolz? Ja, vielleicht hat er Schulabschluss gemacht oder eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder ein Studium. Ja, das kommt alles hier. Stationen des Lebens, zum Beispiel Wohnorte, Ereignisse, Herausforderungen. Vielleicht ist die Familie mehrmals umgezogen und so weiter. Dann kommt Lebensbewältigung. Was steht im Leben im Vordergrund? In welcher Lebensphase befindet sie oder er sich gedanklich? Jetzige Möglichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse. So, dann kommen wieder persönliche Daten, Anzahl der Kinder oder keine Kinder, ist oder war verheiratet oder in Partnerschaft lebend oder lebte überwiegend alleine. Dann kommt Name, Vorname des letzten Partners und Beruf des letzten Partners und entweder lebt der Partner oder ist verstorben im Jahr so und so. Ja, hier kommt das Jahr. Was hat sie oder er gern gemacht? Wird hier gemeint, der Patient, die Patientin, womit beschäftigt sie oder er sich gern? Vielleicht schaut er gerne fern, liest Bücher, spielt Schach, Tischspiele, weitere Hobbys, Nähen, Stricken, Malen, Bezugsperson. Ja, das ist eine Person, zu der er engen Kontakt hat. Und das könnte auch die Kinder sein oder die Ehefrau oder der Ehemann. Orientierungspunkte. Und weiter kommt, wie gestaltet sich der Alltag und der Sonntag bisher? Also was macht die Bewohnerin oder der Bewohner tagsüber in seinem Alltag, jeden Tag dasselbe? Und wie verbringt er seine Sonntage, Samstag und Sonntag. Außer familiäre Kontakte, das bedeutet Freunde, Nachbarn, Verein, Gemeinde. Hier kann stehen, dass der zum Beispiel eine Freundin besucht ihn einmal in der Woche oder Nachbarin. Worüber wird gern erzählt? Ja, vielleicht über Kindheit oder über Studienjahre oder über die Ehe, über die Kinder oder über die Enkelkinder, das steht alles hier. Worüber wird ungern gesprochen? Besondere Ereignisse, unerfüllte Lebensräume und Ängste. Reagiert sie oder er auf Schlüsselwörter, Worte und Themen? Ja, hier wird das stehen, auf was oder worauf er oder sie reagiert. Und sonstiges. Schwere Erkrankungen, Operationen im Laufe des Lebens. So, jetzt habt ihr. Ich hoffe sehr, dass dieses Video für dich sehr interessant und sehr wichtig war. Du kannst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen und ich freue mich auf jede Nachricht. Also, wir sehen uns bald wieder. Schreibe mir auch gerne deine Fragen zur Prüfung. Vielleicht mache ich für dich ein Video oder eine Videoerklärung. Also, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!